bin Estelle Madubuko. Ich habe 2017 meinen Bachelor in Animation und Game gemacht, danach gefreelanced und jetzt bin ich die Standortleitung an der Games Academy Frankfurt. Ich unterrichte im Basissemester Texturing und in den folgenden Semestern Digital Character Creation. Das gehört alles zum Bereich Digital Art. Das ist da, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zu Hause fühle und wo auch meine Leidenschaft liegt, die ich hoffentlich an die Studenten weiterbringe. Ich versuche mich im Unterricht vor allem darauf zu konzentrieren, was die Grundlagen für einen Digital Artist sind. Das bedeutet Anatomiekenntnisse, das bedeutet Proportionen, das bedeutet über Kontraste zu reden, über Komposition. Und ich denke, dass es den Studenten viel bringt, anstatt einfach nur über Programme zu gehen, einzelne Menüs auf- und zuzumachen, sondern ihnen wirklich zu zeigen, was die Aufgabe eines Artists ist, worauf man zu achten hat und wie man im Endeffekt, wenn man mit dem Studio fertig ist, für jedes Studio ein wertvolles Asset sein kann. Ich denke vor allem das Auge zum Detail. Das bedeutet, früh in einem Konzept erkennen können, wo es Schwierigkeiten gibt. Also gerade die Übersetzung von 2D auf 3D ist mit das Schwierigste, was wir als 3D-Artists zu erfüllen haben. Das heißt, da muss auf jeden Fall ein gutes Auge für Silhouette, für Proportionen, aber auch für Animation vorliegen. Auch wenn das nicht ist, was wir tatsächlich erstellen, müssen wir doch ein gewisses Wissen darüber haben, was vor uns und nach uns in der Pipeline passiert, um im Endeffekt jedes Department zufriedenzustellen, damit die Arbeit nicht immer wieder zu uns zurückkommt. Was ist sonst wichtig für einen 3D-Artist? Natürlich Grundlagenwissen, also artistisches Grundlagenwissen. Anatomie ist unglaublich wichtig. Das bedeutet nicht nur menschliche Anatomie, sondern auch tierische Anatomie, wenn es dann zu Creatures geht, zu Orks oder allen anderen Wesen, die man sich in der Spielewelt vorstellen kann. Die basieren immer auf der Anatomie von einem bereits existierenden Wesen, damit es für den Spieler wiedererkennbar ist. Und das bedeutet, dass es somit die größte Foundation, die man als 3D-Artist haben muss. Es ist natürlich auch wichtig, sich in gewissen Programmen auszukennen, aber meine Devise, was das angeht, ist immer, es kommen immer neue Programme, die Technik wird immer besser und dementsprechend finde ich es sinnvoller, sich auf Grundlagen zu fokussieren und dann das Wissen in die jeweiligen Programme zu übertragen, anstatt immer versuchen, der Technik hinterherzulaufen und einzelne Programme zu lernen. Von diesen Grundlagen abgesehen ist es als Character Artist und ich glaube generell als jemand, der in der Spielindustrie arbeiten möchte, unglaublich wichtig, flexibel zu sein. Dinge ändern sich während der Produktion und das bedeutet, selbst wenn man einen Charakter fertig gemacht hat, kann es gut sein, dass das Story Department oder das Game Design Department kommt und sagt, okay, wir haben was Wichtiges verändert. Das bedeutet, der Charakter muss nochmal zurück, es müssen nochmal Sachen geändert werden. Und diese Flexibilität ist in der Games-Industrie und gerade als Character Artist unglaublich wichtig. Also im Endeffekt deckt sich das ein bisschen mit dem, was ich zur vorherigen Frage gesagt habe. Grundlagen, Flexibilität. Aber was oft übersehen wird, ist, dass die Spieleindustrie schon lange nicht mehr einfach nur Programmierer sind, die an PCs sitzen und für sich alleine arbeiten. Mittlerweile ist es so wichtig, Soft Skills mitzubringen. Eine gute Kommunikation. Das bedeutet gute Kenntnisse in Englisch und Deutsch. Gerade weil die Branche so international ist. Das bedeutet, auch wenn man vielleicht ein etwas introvertierter Mensch ist, trotzdem versuchen, auf andere Menschen zuzugehen, weil man einfach nicht mehr alleine arbeitet. Es sind immer Teams, in denen man sich befindet und dementsprechend sind Soft Skills mittlerweile fast genauso wichtig wie Hard Skills. Also Tipps ist im Endeffekt genau das, was ich jemandem empfehlen würde, sich Feedback holen. Das ist gerade als Einsteiger unglaublich wichtig. Die Leute, die momentan in der Branche sind meistens selbst gelernt.
die Möglichkeit, jetzt Schulen zu haben, die das unterrichten, die Leute, die sich das alles selbst beigebracht haben, dass die ihr Wissen weitergeben. Das ist im Prinzip das, wovon die neue Generation an Spieleentwicklern einfach unglaublich profitieren kann und sollte. Das bedeutet, holt euch Feedback. Das heißt, entweder ihr geht online und fragt einfach mal die Artists, die ihr vergöttert, ob die euch Feedback zu euren Sachen geben. Fragt eure Dozenten, wenn ihr an der Schule seid, fragt eure Lehrer nach Feedback. Und dann natürlich auch guckt, ob ihr Messen findet, zum Beispiel auf der Gamescom oder auf den German Dev Days. Geht auf die Quo Vadis, nehmt euer Portfolio mit, am besten auf dem Tablet, auf dem iPad und zeigt es den Leuten. Und was immer an Kritik kommt, das kann manchmal hart sein, aber das ist nie böse gemeint, das ist nie persönlich gemeint, sondern das ist immer nur, um euch besser zu machen, um aus euch einen besseren Artist werden zu lassen. Und von daher holt euch Feedback. Und natürlich zum Punkt, den wir vorher hatten, versucht nett zu sein. Wenn Leute keine Zeit haben, euch Feedback zu geben, dann nicht, weil sie unhöflich sind, sondern einfach, weil sie einen Job haben. Und das heißt, es kann auch sein, dass ihr von zwei, drei Artists keine Antwort bekommt, aber das ist kein Grund, unhöflich zu werden. Und da kommen wir dann wieder auf die Soft Skills zurück. Also versucht, euch Feedback zu holen, aber glaubt nicht, dass ihr darauf entitled seid. Das ist ganz klar Last of Us 2. Ich habe super lange drauf gewartet. Ich habe jedem gesagt, wenn er mich spoilert, dass ich nie wieder mit ihm rede. Ich war ein riesengroßer Fan vom ersten Spiel und dementsprechend wusste ich, dass das zweite Spiel mindestens genauso gut werden muss. Es hat ein wunderschönes Level-Design. Ich liebe, wie Naughty Dog mit Licht und Schatten spielt. Die Atmosphäre, dieses Hintergrundrauschen ist einfach, es ist immer irgendwas in Bewegung, wenn es der Wind ist oder Wasser. Und obwohl es so diese Ruhe hat, hat man doch immer ein schlechtes Gefühl, weil es könnte irgendjemand hinter dem nächsten Auto stehen, irgendwo könnte der nächste Zombie kommen. Von daher für mich dieses Jahr auf jeden Fall Last of Us 2.